Dieter, wir sind wieder beim Dach diesmal, nicht auf dem Dach. Ne? Das hat auch seinen guten Grund. Gebracht hat es auf dem Dach auch nichts. Also haben wir uns jetzt hier hingesetzt. Bringt das was? Ach ja, eher nicht. Es bringt ja alles nichts im Prinzip. Ne? Also ich will meinen Kopf nicht in den Sand stecken, aber wir sind ja ein bisschen nach unten durchgereicht worden, kann man sagen. Und auf dem Dach wäre das dann sehr, sehr gefährlich geworden. Das wäre noch schneller gegangen, ne? Wenn wir da nach unten gereicht werden. Ne? Für uns. Also, außerdem, ja, siebter Stock, ja, das war schon, ja, sehr gefährlich. Und deswegen ist es besser, wenn wir jetzt hier sitzen und den Fahrstuhl vielleicht mal zum Anhalten bringen könnten. Das stimmt, dem HSV droht die unterste Etage, das heißt die Abstiegszone jetzt schon am Wochenende in Kaiserslautern könnte es soweit sein. Glaubst du daran, dass sich der HSV dort befreit? Deswegen sitze ich ja hier. Ne? Also du hast mich gar nicht gefragt, warum ich nicht im Petticoat gekommen bin, Ich dachte, du sagst es mir. sondern dass ich hier, ja, das ist meine goldene Hoffnung, kann ich nur sagen. Der Herr Balakow, das hat er übrigens mal selbst im Volksparkstadion getragen. Also, und das ist meine ganz, ganz große Hoffnung. Ich habe gelesen und gehört, dass der neue Trainer des 1. FC Kaiserslautern jetzt auch ein neues System einführen will. Das ist so in einem Crashkurs geboren, wahrscheinlich diese Woche. Also mir schwebt ja ein System so mit 1-0-10 vor. Ne? Also ja, hinten Torwart, dann gar nichts und nur vorne 10 Stürmer, weil die haben ja erst 17 Tore geschossen, glaube ich. Kaiserslautern, dass er jetzt ganz auf die Offensive setzt, das würde dem HSV wahrscheinlich entgegenkommen. Die sind ja auch ein bisschen sturmschwach, aber wenn da hinten nichts wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass der HSV auch gewinnt. Ansonsten habe ich ja schon bei den Kollegen von Hamburg 1 gesagt, tippe ich auf ein 1:1, um das mal vorwegzunehmen. Ne? Auf ein 1:1 trotz Balakow. Ja, weil der HSV ja nicht so in Schwung ist, wie er in Schwung sein könnte. Also, und wenn man der Tradition gehorchen will, dann 1:1 gegen Bayern, 1:1 gegen Mönchengladbach und 1:1 gegen Kaiserslautern, das wird ja passen. Also ich war sehr überrascht, muss ich dazu sagen. Ich glaube, du auch offensichtlich, dass Balakow neuer Trainer geworden ist. Glaubst du, dass das für Lautern der richtige Mann zur richtigen Zeit ist? Also ich meine, das ist eine rhetorische Frage, fast nach dem, was du eben gesagt hast, aber trotzdem nochmal ausgeführt. Also ich hätte eher Rolf Schafstall oder Peter Neururer genommen. Nein, Peter Neururer ganz im Ernst, weil ich den für wirklich einen guten Trainer halte, auch wenn jetzt alle wieder zusammenbrechen und lachen. Aber ich kenne ihn und ich weiß, dass er ein guter Trainer ist, sehr akribisch, auch wenn er immer einen netten Spruch auf den Lippen hat. Aber auf Balakow wäre ich nicht gekommen in der jetzigen Situation. Und ich glaube, damit hat sich der 1. FC Kaiserslautern einen Bärendienst erwiesen. Auch wenn er vielleicht nicht gegen den HSV verlieren wird, aber die Klasse wird damit nicht mehr zu halten sein. Viel gesprochen wird ja auch über den Hamburger Trainer, über Thorsten Fink, der immer wieder versucht, das Positive herauszustellen nach den Spielen. Manchmal vielleicht auch schon einen Tick zu viel. Wie siehst du die Situation? Ist es jetzt ratsam, das Positive hervorzuheben und den Leuten Mut zu machen? Oder muss man jetzt auch wirklich, wie Günther Netzer sagt, mal den Leuten einimpfen, pass mal auf, das ist nicht gut, was ihr hier macht. Und wenn ihr weiter so macht, geht's bergab. Nee, ich glaube schon, dass er genau das Richtige tut und erzählt. Ich glaube nicht, dass er jetzt seine Art auch ändern soll. Fink ist ein Optimist und ich glaube auch ein Mann, der den guten Fußball, den gepflegten Fußball genießen kann. Er hat jahrelang bei Bayern München gespielt und schwebt dann vielleicht auch noch in anderen Sphären. Also ich denke mal, dass er klug beraten ist, jetzt weiter seine Mannschaft so zu pushen auf seine Art. Wenn er jetzt die harte Linie, auf einmal die harte Linie fahren würde, ich glaube, dann würden noch einige mehr auf stur schalten. Ich habe das Gefühl, in Wolfsburg, der HSV spielt ja schon gar nicht mit zu elft, sondern da klinken sich immer einige aus. Und wenn Fink die nochmal beim Schlawittchen kriegen könnte und aussortieren könnte, dass da wirklich Leute auf dem Platz stehen, die sich, ich sage es jetzt mal, ich habe es neulich auch geschrieben, den Arsch aufreißen für die Raute, dann wäre mir echt wohler, muss ich sagen. Ich glaube, du sprichst da unter anderem auch den an, der jetzt am Wochenende in seine alte Heimat zurückkehrt, also Ivo Ličević, bei dem hast du nicht mehr so viel Hoffnung. Glaubst du wirklich nicht mehr daran, dass der nochmal kommt? Nee, also der ganze Verein hat auf den gehofft, auch schon als Arnesen ihn gekauft hat. Und ich war fest davon überzeugt, dass der beste Einkauf ist des HSV. Und da bin ich maßlos enttäuscht, was da kommt. Also so viele Chancen, wie der jetzt schon gekriegt hat,
Ich weiß es nicht. Also normal müsste Fink ihn aufstellen, weil das hat ja in der Vergangenheit im Fußball schon oft gefruchtet. Ein Mann gegen seinen Ex-Verein, der schießt den Ex-Verein dann im Grund und Boden. Allein mir fehlt der Glaube bei Ilicevic. Also der hat mich in den letzten Wochen so enttäuscht, da kommt ja gar nichts. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bei Marcel Janssen, es nützt nichts, wenn man immer nur mal den Daumen hochhält, wenn eine Flanke hinter das Tor geflogen ist und so. Echt, also da muss man jetzt mal Gas geben und wirklich sich zerreißen und kein Alibi-Fußball spielen, sondern wirklich 100% geben und von der ersten bis zur 95. Minute. Das erwarte ich. Und ich hoffe, dass Thorsten Fink diese Leute auch aufstellt. Apropos, lass uns doch mal zusammen eine Aufstellung machen. Die erste Elf, die du jetzt für Lauter nominieren würdest. Hinten Dropny, klar. Dann davor? Ja, die Viererkette wie immer. Also gar kein Thema. Also auch Michael Mancien hat ja nicht enttäuscht in Wolfsburg. Also die würde ich schon so belassen. Ja. Auch die beiden Sechser würde ich so belassen. Also bei mir würde, also aber auf jeden Fall auch Töre spielen. Also links oder rechts? Für wen auch immer, das ja. Muss ich sagen. Also, und die andere Seite? Ja, Ilicevic. Okay. Eine allerletzte Chance, das würde ich ihm aber auch so sagen. Ja. Ja. Und davor ja. Dietrich und Berg. Hast du eine andere Wahl? Nein. Ich hätte es genauso. Genau. Genau. Ne? Und dann hoffen und Daumen drücken und beten und ja, eine Kerze für den Fußballgott anzünden. Ja. Du weißt ja, bei unserem internen Tippspiel seit 12 Jahren tippe ich jedes Spiel auf Sieg. Das werde ich diesmal auch machen. Was machst du, wenn Ilicevic den Siegtreffer in Lautern schießt? Das ist ja nun der Super-GAU. Dann möchte ich eine Quote haben. Ja, nee, du weißt ja, du hast doch den Petticoat schon besorgt. Ne? Also ja. Dann ziehe ich einen Petticoat an. Und singst ein Lied. Und singst ein Lied. Ja, Hamburg meine Perle. Singst du? Aber hundertprozentig, aber die Originalversion. So. Das ist eine gute Wette. Ja. Üb schon mal. Ja, habe ich so drauf. Danke dir. Bitte.